Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 18 von Shapes.io. Ja, der Modrak hatte mir geschrieben, dass diese Maschine, die ich hier gebaut habe, die man hier so, ja, jetzt sieht man sie nicht, wenn ich rauszoome, gebaut habe, auf jeden Fall richtig ist soweit. Aber wir haben halt hier unterschiedliche Level. Hier oben ganz weit schon fortgeschritten, unten noch nicht. Stufe 5 hier oben, Stufe 3 da unten. Und wir sollten dann mal Stufe 3 als erstes machen, damit wir dann das auf ein Level bringen. Dann klappt das mit den vollen Fließbändern auch besser, hat er geschrieben. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das dann an, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal da rein. Wir haben hier das Sternchen und da ist jetzt diese neue Form, die wir mit 16.900 schon voll haben. Und hier haben wir sie, der Mischer mit diesem Windmühlenrad. Den müssen wir erst noch machen wohl. Da liegt unten, nee, der läuft auch schon irgendwo. Okay, das heißt, wir müssen gucken, wo das Windmühlenrad ist und das wahrscheinlich nur optimieren. Von wo kommen die denn? Aus welchem Richtung des Hubs? Wo ist der Hub? Da ist der Hub. Und hier unten kommen die Windmühlenräder von hier unten, aber zu weniger, ganz klar. Da müssen wir weit runter. Und ja, hier wird ordentlich gearbeitet, aber irgendwas fehlt hier, dass das nicht geht. Die Verbindung hier, ne, oder? Es läuft immer nur das erste. Wo ist denn hier der Fehler? Ich glaube, der Tunnel funktioniert nicht. Das ist es. Hier muss noch ein Teil dieser Bauart da rein. Ich glaube, so muss es sein, oder? Und siehe da. Jetzt kommen wir schon 2 und 3 und 4. Hier fehlt es noch, oder? Ne, da kommt jetzt auch gerade einer durch. Da kommen auch welche. Okay, jetzt ist dieses Band voller. Wenn das Band voller ist, sollten die Windmühlen dann auch besser kommen. Ist jetzt nicht optimal, aber das hatten wir ja schon gehört. Kann man Level sein, dass das nicht optimal ist. Die Maschine ist aber jetzt hier am Laufen. Okay, hier oben sehen wir schon, da fehlt es aber auch an roten Zulieferer. Aber hier ist ja kein Problem, noch einen reinzusetzen. Dann wird das Band doch wieder voller werden hier, oder? Ja, ist immer noch eine Lücke, ne? Ich muss den da reinbauen, ne, oder? Den da reinbaue und hier das Fließband so dran mache und den da so reinsetze, dann müsste die Lücke jetzt auch gefüllt sein. Ist er auch. Wunderbar. Rote Farbstoffe kommen jetzt hier voll an. So, jetzt müsste es hier ja permanent fertig sein. Ja, sieht so aus. Überall ist hier ein Stau. Ja, überall ist ein Stau, das heißt, das passt. Die Formen laufen hier wohl auch richtig rein. Ja, das Band oben ist ja auch voll, dann passt das so, okay. Da hier aber noch Lücken sind, sind zweimal mehr zu bauen eigentlich, aber ich lasse das jetzt mal so, weil es ist ja relativ voll, ne? Das sollten wir dann hinkriegen. Okay, das kleine Fehlerchen haben wir dann hingekriegt. Ich sehe schon hier, dass da was ist. Dann würde ich mal dieses Band schon mal definitiv bis hierhin rausziehen. Und guck mal, hier sind schon Sachen vorbereitet. Da haben wir mal was gebaut, wo nur gefärbte Kreise ankommen. Aber alles einfach, ne? Das ist dann noch nicht so dolle. Da müssen wir noch dran arbeiten, dass das besser wird dann. Hier werden Melonen gebraucht, die wir nicht bauen, ne, oder? Ne, ich glaube, die bauen wir nicht. Wir gucken aber hier rein. Sind aber 1,2 von 9. Okay, das ist noch reichlich, die da rein müssen. Sollte jetzt aber nicht so schwierig sein. So, Stufe 3 ist das trotzdem erst noch. Der wird zur Stufe 4 werden dann. Okay, das heißt, ich würde mich jetzt tatsächlich, glaube ich, um das Melonenteil kümmern wollen, weil
Ja. Na, wir könnten. Nee, dann kommen wir wieder hier auf 5. Wir müssen erst 3 weiterkommen. Schauen wir mal, wie wir das machen, ne? Wir brauchen ein grünes Viertel und ein rotes Viertel dann. Kreise sind hier. Nur kein Platz für Maschinen, weil ich viel zu nah am Hub, oder? Ja, wird so sein. Kreise sind da. Lass mal gerade gucken. Der Hub hat hier auf jeden Fall im Norden noch Eingänge. Dann ist das schon mal gut. Hier wären Kreise. Aber zu nah noch im Norden, denke ich mal, ne? Dieses wäre schon besser. Aber hier sind Kreise. Hier ist ne, blau braucht man nicht, aber grün braucht man. Hier sind auch grüne Kreise. Und da ist rot. Das würde dann hier so in dieser Ecke schon funktionieren, oder? Jetzt müssen wir nur Kopierkosten. Ja, das sieht so aus, als ob wir das hinkriegen. Hier ist tatsächlich eine Kreismaschine, die aber falsch Farbe nur färbt. Ja. Ist das jetzt hier einfach so zu kopieren? Bis dahin und dann läuft's. Steuerung Copy. Ja, und 500 und die hätten wir. So, und das Ganze läuft da nach Norden. Was jetzt nicht für uns so toll ist, weil wir wollen nach Süden. Wir müssen danach noch schneiden, ne? Und wir können ja aus diesen ganzen vielen geschnittenen ja auch dann 2 auf jeden Fall machen, die wir brauchen. Wir brauchen ja ein Viertel rot und ein Viertel grün. Das würde bedeuten, dass. Ja, hier ist noch genug Platz. Das würde ich, dann würde ich das jetzt hier erst wegnehmen. Hier hinbauen, nicht wegnehmen. Baue es mal da so hin. Und dann müssen wir hier. Ich glaube, wir ziehen die nach da raus. Drei, vier, fünf. Machen wir erstmal nur 5. So, dann kommen die Teile da rein und hier muss der Farbstoff rein. Aber, nee, das ist nicht richtig. Wir müssen die schneiden. Jetzt haben wir da, können ganze Kreise machen, die können wir nachher dann vierteln, ja, aber bringt mir das so viele Viertel? Ja, wir können die ja auch erstmal färben und dann vierteln, das spielt ja auch keine Rolle, ne? Oder? Ich glaube nicht. Jetzt holen wir da erstmal. Nee, das war jetzt falsch rum. Rot war hier oben, naja. So, das ist schon angeschlossen, ne? Ich schneide es doch noch mal hier auf. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier aufschneiden. Lass die da ruhig rot reinlaufen, das ist, glaube ich, erstmal egal. Die gehen ja auch in den Hub rein, wenn. Allerdings müssen wir die Maschine noch mal kopieren, ne? Steuerung V haben wir hier. Die Maschine ist jetzt richtig rum, oder? Ja. Die würde ich jetzt hier noch mal herbauen wollen. Vielleicht ein bisschen weiter links. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir diese hier schneiden. Und dafür müssen wir, haben wir eine Schneidemaschine irgendwo? Bestimmt haben wir schon eine Schneidemaschine. Das ist Farbe. Wo wird geschnitten? Da wird lackiert.
Hier wird übereinander gelegt. Das brauchen wir ja auch noch. Hier wird gefärbt. Gibt es ja jetzt gar nicht, oder? Da wird gefärbt. Da wird auch gefärbt. Hier oben muss geschnitten werden. Das sieht auf jeden Fall so aus. Hier sind, ja, das ist unsere neue Baustelle. Hier wird jetzt irgendwo was geschnitten. Ach nee, wir haben das Teil tatsächlich fertig hier reingekriegt, weil wir es gefunden haben. Wird doch nicht geschnitten. Farbe, Farbe. Hier kommt das Weiße raus. Ja, super, oder? Ich schätze mal, ich habe noch keine Schneidmaschine, die ordentlich läuft. Hier wird irgendwo geschnitten. Okay, können wir so lassen erst. Das bringt jetzt nichts. Wir können da neu aufbauen. Hat so keinen Sinn. Hier sind sie. Das heißt, da läuft's los. Da läuft es los. Und wir bauen jetzt hier Schneider hin. Drehen das einmal. Und bauen das dahin und kriegen zwei halbe. Und dann müssen wir das überlegen, was wir das nochmal so machen. Und den oberen auch. Und dann können wir da nochmal schneiden. Aha, okay, das funktioniert so nicht, wie ich es vorhabe, weil da der Platz fehlt. Das bedeutet aber, wir machen das so und machen das so und dann geht das. Jetzt kommen die schön geviertelt da raus, glaube ich. Jetzt müssen wir nur da wieder drehen. Der muss nur einmal nach rechts gedreht werden. Und der muss zweimal nach links gedreht werden, dann sollte der passend rauskommen. Ja, die sind jetzt unten, das passt schon mal. So, die kommen da geschnitten raus. Der muss ein, also der obere muss ja richtig sein, ne? Ja. Und der zweite muss einmal nach links gedreht werden, ja. So, dann können wir das mit dem hier wieder zusammenfügen, oder? Ja, Shift-Taste wäre vorteilhaft gewesen. Kommt da so raus, kommt da so raus. Okay, nee, der muss da nicht hin, der muss dahin. So, dann wird er gefärbt und passt erstmal. Wo ist die zweite Maschine zum Färben? Ja, das ist der da, gut. Hat natürlich gut geklappt, weil gerade die falsche angeschlossen ist. Und diese muss dahin. So, jetzt sollten wieder beide laufen. Beide sollten gleich abgenommen werden. Oder nehmen gleich ab, ne? Genau. Ist aber zu klein. Haben wir da nicht bedacht, dass wir das noch kopieren müssen. Schade, ne? Dieses Ding kopieren wir jetzt, oder? Steuerung C, Steuerung V brauchen wir nicht, haben wir schon so. Ist das so richtig, was ich mache? Lass mal gerade überlegen. Ich glaube schon.
Der schneidet jetzt da auch. Ich weiß nur nicht, ob ich nicht jetzt zu viel gemacht habe, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich schätze mal, das wird schon so richtig sein, oder? So, wir brauchen rote und grüne. Jetzt lassen wir mal hier bleiben und rauszoomen und gucken, wo es rot als nächstes und wo es grün. Okay, rot kommt von da oben. Können wir also hier machen. Fließband anschließen und die Dinger sollten jetzt geviertelt da unten rot werden, oder? Erstmal machen wir ja ein paar rote Kreise noch, die jetzt nicht so schlimm sind. Die lassen wir da unten ruhig reinlaufen. Passt das so? Da kommt die Farbe. Rot wird erstmal gemacht. Ach, hier wird nicht abgenommen. Nee, das war schon richtig. Wo müssen wir hin? Der Hub ist ganz links, ne? Das hat ja wieder gut geklappt. Das bedeutet... Mach den mal so. Und den schließen wir jetzt hier so an, dass er da reinläuft. Und dann können wir den parallel da erstmal langlaufen lassen. Ja, Shift-Taste sollte man drücken, dann sieht es auch besser aus, ne? Na, lass das mal so da. Ist egal, das wird sich irgendwann ergeben, vielleicht, dass wir das auch noch brauchen. Ne, da sind wir ja schon richtig. Da kommen jetzt zwar die, wie gesagt, die roten Kreise raus. Und wenn man Shift-Taste drückt, dann geht das auch richtig so hier, ne, wie ich vorhabe. Also jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Viertelkreise da rauskommen in der Reihe, ohne dass da eine Unterbrechung ist. Zurzeit sieht es aber so aus, als ob das richtig läuft hier. Ah, aber die Viertel sind schon alle hier. Das bedeutet... Achso, die Viertel sind alle, weil da keine nachlaufen, weil wir hier nichts abnehmen. Okay. Wir müssen hier jetzt mit Blau kommen. War Blau nicht hier links? Ja, da ist links. Oh, da ist nicht viel Blau. Nee, wir brauchen auch gar nicht Blau, wir brauchen Grün. Aber Grün war hier auch links, da oben. Den. Da kommt noch ein mehr, egal. Wieder keine Shift-Taste gedrückt, ne, ist klar. Wo muss das Grün hin? Da muss das Grün hin. Machen bis da. Oh, hier gerade ein Tunnel. Und dann laufen sie rein und die Grünen sind dann da am Arbeiten. Und die Grünen müssen jetzt auch da runter, ne? Ach nee, jetzt lassen wir die Grünen da reinlaufen. Die müssen aber... die Roten müssen noch auf die Grünen. Das haben wir ganz verpennt, ne? Jetzt laufen sie erstmal. Die Roten müssen noch auf die Grünen. Das können wir hier schön machen, ne? Aber wir müssen erstmal so eine Maschine haben, die die zusammenfügt. Und das müsste es ja hier geben bei den Blauen und Weißen. Bei den Blauen und Weißen muss es eine Maschine geben, die wir hier kopieren können. Ja. Ich würde sagen, von da bis da, da muss das eigentlich gehen, oder? Steuerung C, haben wir sie. War das jetzt hier richtig? Ja. Und die muss hier hin. So, jetzt kommen diese Teile.
da rein. Und diese Teile müssen nur da rein. Und diese Teile müssen dann hier unten raus. Und ich hoffe, dass sie richtig rum zusammengebaut sind. Nein, sie sind falsch rum zusammengebaut. Das bedeutet, hier trennen, da trennen. Und zwar Tunnel drehen von da nach da. Und den brauchen wir nicht tunneln, der braucht dann nur reinlaufen und so. So, jetzt laufen sie richtig rum und ich hoffe, jetzt kommen sie auch unten richtig rum raus. So sollen sie aussehen, da links sehen wir sie und da kommen die ersten raus. Okay, die anderen laufen da jetzt rein, das ist aber glaube ich nicht schlimm. So, die Bänder hier oben sind nicht voll, weil Viertel fehlen. Ist aber auch wieder nicht schlimm, weil wir hier schon vorbereitet haben. Das so machen. Das so machen. Und den hier so anschließen. Und hoffe, dass das ganze Werk jetzt so funktioniert. Sieht so aus, dass die Bänder erstmal relativ voll sind. Also voll ist was anderes, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es funktioniert erstmal. Jetzt gucken wir gerade, was kommt. Farbe kommt genug rein. Hier bei dem kommen nicht genug von denen rein, aber sind doch beide gleich, oder? Naja. Wir haben einen gleichen Aufbau. Auch hier ist der gleiche Aufbau. Und diese Maschinen sind auch beide gleich. Der Weg ist... Ah, siehst du, da ist das Band jetzt auch schon voll geworden. Jetzt passt es irgendwie wohl. Die roten und die grünen Farben, es ist alles gut. Das muss ich nur beruhigen. Das hat der Mordrak schon mal geschrieben. Das passt jetzt. So, hier unten kommen jetzt welche rein. Das ist natürlich nicht voll. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Wieso steht hier auf dem Band was und das läuft nicht rein? Weil das Band falsch rum ist. Alles klar. Jetzt laufen da auch wieder die rein, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Okay, aber ich denke mal, wir sind durch mit dem Ding. Wir haben jetzt kein volles Band. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum oder vielleicht auch später erst. Wir müssen halt gucken, dass wir hier oben immer schön sehen, dass das hier richtig voll läuft. Aha, da ist gleich die nächste Stufe schon erreicht. Da sind jetzt 8000 drin, kann man die auch genauer sehen eigentlich. Rot, 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 Schlüssel kopieren, ne. Und dieses hier ist anheften. Wofür ist das anheften, weiß ich nicht. Lassen wir lieber mal so. 8,1, okay, da fehlen noch 900 Teile, dann mindestens alles klar. Da wissen wir Bescheid, dass es noch ein bisschen dauert. Das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.